Ich bin die Renate Amesbauer und ich habe Ihnen den Link geschickt, einmal, zweimal, vielleicht sogar manchmal dreimal. Ich möchte Sie heute ganz herzlich hier begrüßen. Ich sehe da kleine Bildchen um ein großes Bild rundherum. Frau Dr. Helga Kerschbaum ist von Pax Romana. Frau Dr. Helga Kerschbaum ist auch die Präsidentin, die Chairperson für das UN-Komitee für den Frieden an der UNO, ein NGO-Komitee. Sie ist in Wien geboren, sie ist Juristin, sehr praktischer Beruf. Sie war Richterin in Wien, sie hat aber auch in Paris gelebt und auch in Kapstadt, Südafrika. Ich fasse nur einige Punkte heraus, weil jeder von uns hat, also auch Frau Dr. Kerschbaum hat sehr viel gemacht schon in ihrem Leben. In Kapstadt hat sie sich beschäftigt, besonders auch mit der afrikanischen Spiritualität und Ethik. Und sie hat auch eine Ausbildung als Lehrerin für Zen und christliche Kontemplation gemacht. Eines der Interessensgebiete ist die Suche nach dem grundlegenden Gemeinsamen der Religionen. Und sie hat ein Buch herausgegeben, vielleicht mehrere, aber das eine ist uns bekannt, Kultur des Wohlwollens, 2004 im Via Nova Verlag erschienen. Und Aufsätze geschrieben zu verschiedenen Themen. Liebe Helga Kerschbaum, du wirst jetzt sprechen über die Grundpfeiler für eine Kultur des Wohlwollens. Ich bitte dich um deine Worte. Die Bühne gehört dir. Danke, liebe Renate, auch für diese sehr freundliche Einführung. Ich freue mich, dass ich dieses Programm eröffnen darf und möchte Ihnen die Kultur des Wohlwollens ein bisschen vorstellen. Weil ich glaube oder vielleicht sogar überzeugt bin davon, dass sie gerade jetzt von Wichtigkeit ist. Die Kultur des Wohlwollens hat drei Grundpfeiler. Und der erste davon lautet, durch dein, mein und unser Handeln soll die Welt erblühen. Vorausschicken möchte ich, dass das Buch Kultur des Wohlwollens 2004 erschienen ist, also vor rund 15 Jahren. Und damals war noch wenig von Klimawandel und gar noch nicht von sauberer Luft zu hören. Und die Thematik, also Papst Franziskus hat sein Laudato Si noch nicht geschrieben gehabt. Also kurz und gut, der Gedanke, dass die Welt erblühen soll, dass man mit der Umwelt in ein gutes Verhältnis treten soll. Dieser Gedanke war damals noch ziemlich neu, aber die Menschheit oder wir alle haben uns sehr in diese Richtung entwickelt. Und heute ist also es irgendwie schon fast selbstverständlich, dass wir uns um die Umwelt kümmern, dass wir uns um das Klima kümmern und sorgsam mit Ressourcen umgehen. Das zweite Prinzip ist das Prinzip Anima Magna, alle sollen wohl bestehen können. Das war auch vor 15 Jahren ein großes Thema, ein neues Thema, weil damals waren die Gedanken der Gerechtigkeit und der Gleichheit im Vordergrund. Das Wohlbestehen war irgendwie so ein persönlicher Luxus vielleicht. Aber auch da hat sich die Gesellschaft entwickelt in diese Richtung. Und ein Satz, der das zum Ausdruck bringt, ist wahrscheinlich der, wir wollen niemanden zurücklassen, alle sollen mitkommen, alle sind eingeschlossen. Und ich denke, das ist alles ein Schritt in diese Richtung, alle sollen wohl bestehen können. Also auch da in den letzten 15 Jahren ein großer Fortschritt. Das dritte Prinzip, der dritte Pfeiler, wenn man so will, der Anima Magna Kultur, Kultur des Wohlwollens, heißt, es ist gut, dass du da bist und weil du da bist, wollen wir gut miteinander umgehen. Und da, glaube ich, hat sich leider ein bisschen ein Rückschritt ereignet in den letzten 15 Jahren. Wir gehen im Moment, wenn ich da die öffentlichen Diskussionen höre in Politik und überhaupt im öffentlichen Diskurs, dann glaube ich, gehen wir jetzt nicht so gut miteinander um wie vor 15 Jahren. Und daher ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass wir uns auf diesen Satz besinnen. Wir wollen gut miteinander umgehen. Denn die Kultur des Wohlwollens hat ja als Hintergedanke,
man kann auf dieser Welt wunderbar leben. Warum richten wir es uns nicht wunderbar ein? Es ist ja kein Grund vorhanden, dass wir schlecht miteinander umgehen, dass wir irgendjemanden zurücklassen oder dass wir uns nicht um unsere Ressourcen kümmern, damit unsere Kinder auch noch was davon haben. Also das heißt, wir können uns gut in dieser Welt einrichten und die Frage der Kultur des Wohlwollens ist, wollen wir das auch? Und ich bin der Meinung, wir sollten uns das mal so überlegen, dass wir wirklich uns gut einrichten wollen in dieser Welt und gut miteinander umgehen wollen. Das hat für unsere Umwelt und für unsere Mitmenschen Vorteile, aber es hat auch für uns selber Vorteile. Und zwar möchte ich da etwas aus dem Buddhismus zitieren. Das Wohlwollen, die Lebenseinstellung zum Wohle aller, ist verbunden mit zwei der buddhistischen Tugenden, die zu erreichen das Ziel des Shaolin ist. Liebevolle Güte oder Wohlwollen und Mitgefühl. Und diese Eigenschaften kann man in einer modernen Sprache vielleicht auch mit Empathie übersetzen. Und das führt uns dann direkt zum heutigen Thema. Zu diesen vier Themen, die vier Tugenden, gehört dann noch Gelassenheit und Lebensfreude. Auch zwei schöne Tugenden. Und weil das so für den Menschen, der das ausübt, selbst günstige Tugenden sind, heißen sie die vier himmlischen Verweilzustände. Also ich wünsche allen einen schönen Abend mit einem himmlischen Verweilzustand des Wohlwollens. Danke. Ganz herzlichen Dank, liebe Helga Kerschbaum. Das ist immer wunderbare Worte. Ich horche dir immer sehr gerne zu. Wir haben einen Arbeitskreis gegründet, aus der großen Sehnsucht heraus, dass wir uns alle, und ich glaube, das sind jeder Mensch, sehnt sich nach einer Welt, in der Friede ist, in der man in friedlicher Art und Weise miteinander umgeht, in respektvoller Art und Weise miteinander umgeht, dem anderen zeigt, ich respektiere dich, vielleicht bin ich nicht in allen Dingen mit dir einer Meinung, mehr oder weniger. Und eine Welt, wo wir auch immer sagen, wo man hinreisen kann und nicht Sorge haben muss oder als Mütter und Großmütter nicht Sorge haben muss, wenn Kinder oder Enkelkinder in ein anderes Land, in eine andere Kultur reisen. Ich glaube, diese Sehnsucht ist eine Ursehnsucht in allen Menschen. Und vor einiger Zeit hat sich das ergeben, dass wir zusammengekommen sind. Angefangen hat es mit Frau Dr. Helga Kerschbaum. Und dann haben wir eine Initiative gegründet, die heißt Dialog, Empathie und Aktion, Beiträge zu einer Friedenskultur. Und an dieser Initiative sind vier Organisationen beteiligt. Das eine ist Pax Romana mit Frau Dr. Helga Kerschbaum und im Hintergrund, und nicht ganz, die Frau Magister Annemarie Weinzettel. Die zweite Initiative ist die Gesprächskultur und gewaltfreie Kommunikation, vertreten durch Frau Kerstin Kloser-Pitscher und Frau Deborah Bellamy. Und die nächste Organisation ist die Frauenföderation für Weltfrieden in Österreich, Österreichische Frauenföderation für Weltfrieden. Da wird Frau Dr. Maria Riehl sprechen heute und ich gehöre auch zu dieser Organisation und einige im Hintergrund. So, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen und dazu möchte ich sagen, es haben sich ungefähr 50 Damen angemeldet und auch die sind aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland sind Freundinnen zu uns gekommen, aus der Schweiz hat sich jemand angemeldet, aus der Ukraine, ich bin sehr beeindruckt. Wir haben gesagt, dieses Mal bleiben wir bei der deutschen Sprache, weil das hätte ich recherchieren können. Wie viele Menschen auf der Welt sprechen Deutsch, nicht nur Englisch oder Französisch oder Spanisch, dass wir auch in diesem Sprachraum uns gut etablieren können und dass wir denen eine Freude machen, die eben für die Deutsch die vielleicht einzige oder die beste Sprache ist, mit der sie kommunizieren können. So, ich möchte auch alle diese Damen ganz herzlich begrüßen und bin sehr beeindruckt über ihre Anmeldungen und ich weiß, da ist viel Potenzial auch noch im Hintergrund, weil viele von Ihnen sind persönlich engagiert oder auch Vertreterinnen einer NGO, einer Initiative oder Organisation. Und jetzt möchten wir überleiten zu dem Hauptteil des heutigen Abends, zu den zwei Damen in Gelb und in Rot, Frau Magister Kerstin Kloser-Pitscher und Frau Deborah Bellamy. Aber auch diese Damen möchte ich gerne vorstellen, ganz kurz. Frau Magister Kerstin Kloser-Pitscher ist in Vorarlberg geboren,
ist psychosoziale Beraterin, zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Der Schwerpunkt ist Konflikttransformation, Selbstfreundlichkeit, Resilienz, wunderbare Dinge. Frau Kerstin Kloser-Pitscher leitet ein internationale Bildungsprojekte im Bereich der Erwachsenenbildung und sie hat dafür in diesem Jahr und ich glaube vor ungefähr einem Monat einen Preis bekommen, den Erasmus Award 2020. Sie ist auch Coach und Prozessbegleiterin und Gründerin der Plattform Gesprächskultur. Und auch bei ihr, da gibt es noch viel mehr zu sagen, aber das würde zu viel Zeit, kostbare Zeit uns nehmen. Und ihre Kollegin oder vielleicht sogar die Begründerin dieser Plattform oder dieser Gruppe, Organisation in Österreich ist Frau Deborah Bellamy. Sie ist in Malta geboren, dennoch spricht sie heute auf Deutsch mit uns. Danke vielmals. Sie ist Soft Skills Consultants, Coach, Facilitator, zertifizierte Trainerin und Assessorin für gewaltfreie Kommunikation. Seit 2003 und sie ist die Co-Gründerin des Netzwerkes Gewaltfreie Kommunikation Austria. Seit 2003 wurde dieser Verein in Österreich gegründet. Dieser Verein ist ein Teil eines internationalen Netzwerkes von Trainern und Trainerinnen, die für die Ausbildung anderer in gewaltfreier Kommunikation zertifiziert sind. Von diesen Damen haben wir auch den Titel, das Thema des heutigen Abends, Empathy in Action, weil wir darüber gesprochen haben, auch wie das die Frau Helga Kirschbaum gesagt hat, wir sehnen uns alle nach diesem Wohlwollen zueinander, nach einer solchen Atmosphäre. Dennoch erleben wir, dass in einem Gespräch, im Zusammenleben mit den Nachbarn, in der eigenen Familie, es zu Konflikten kommt und dass man dazu lernen kann, dass man da lernen muss, lernen darf, wie gehe ich auch in Konfliktsituationen mit dem anderen um? Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass sich Frau Magister Kerstin Kloser-Pitscher und Frau Deborah Bellamy heute für uns... Sehr hier zu sein. Sehr schön. Ja, ich möchte auch bedanken für die Einladung und hier zu sein mit euch heute Abend. Und es hat mich sehr gefreut, dass Kerstin und ich machen das zusammen. Und das ist eine neue Erfahrung, das online zu machen. Das freut mich sehr. Und ja, ist es okay, Kerstin, ich fange an? Ja, bitte. Okay, wir möchten das, ja, dieses Thema Empathie. Und ich kann mich erinnern, wenn ich habe das erste Mal das Wort Empathie, war sehr beschäftigt, was wirklich bedeutet das, ja. Und wenn ich dann begegnete, die gewaltfreie Kommunikation, das ist, wo ich halt wirklich gelernt, was ist für mich Empathie. Und ich weiß es, dass wahrscheinlich viele hier und diese Call heute Abend weiß es, was Empathie ist. Die haben vielleicht beschäftigt über dieses Thema. Und wir wissen, dass wenn man googelt einfach Empathie, das gibt so lange Liste, was das könnte sein. Wir möchten heute mit euch eine kleine Einladung zugleich in eine Übung zu gehen und eigentlich was wir verstehen unter Empathie und das ist für mich persönlich, was hat mich persönlich geholfen, wirklich in Kontakt mit mir, in andere, in eine friedliche Art. Und wir möchten gleich in eine kleine Einladung auf die nächsten 6 Minuten dass wir in Breakout Rooms gehen und dass wir zu zweit, das gibt in seine Breakout Room entscheidet, wer ist A und wer ist B. Und das ist die erste Aufgabe. Und dann, wenn A wird einfach zuhören, 3 Minuten, die andere Person, der ist B. Und der B teilt einfach, wie geht es mir jetzt gerade? Es hat nichts zu tun mit gestern oder in einer halben Stunde, wirklich jetzt gerade. Und gibt dem Raum, wirklich zu sprechen in 3 Minuten. Und die andere einfach zuhört. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Einfach nichts sagen oder einfach bemerken auch, wie das ist für dich, für die Person, die spricht, auch bemerken und die Person, die auch zuhört.
So, das ist, wir wollten das gleich anfangen mit dieser Übung und dann wir werden zurückkommen und dann wir werden dann Blitzlicht sammeln, was wie das war für euch. So, wir haben Tony, ist das hier, der wird in uns in diese Breakout Rooms zu zweit und nach 6 Minuten kommen wir wieder zurück. So, 3 Minuten pro Person, ja? Und dann wieder zurück. Gibt es etwas? Wie geht es mir jetzt gerade? Okay, ich möchte 1, 2, 3 Menschen bitten, ein Blitzlicht zu teilen. Wie war das gerade? 3 Minuten zu sprechen ist ja auch nicht etwas, was wir vielleicht regelmäßig machen. Vielleicht war das neu. Oder 3 Minuten zuzuhören. Und wir möchten gerne einladen, einfach 2, 3 Stimmen zu hören. Wer möchte ganz kurz etwas teilen, wie diese Übung gerade war für Sie oder ihn? Ich glaube, Sie sind ein weibliches Publikum. Ich fand die Zeit viel zu kurz. Mhm. Soll ich jetzt mitteilen, was ich verstanden habe? Nein, nur ganz kurz, wie das war. War das einfach, 3 Minuten zu sprechen und zuzuhören oder war das, ich habe jetzt gehört, es war zu kurz. Es war für mich zu kurz, okay. weil ich gerade begonnen hatte, Fragen auch zu stellen und ich weiß nicht, wie das für mein Gegenüber war. Wir haben eigentlich beide geredet. Ah, okay. Und okay. Es war interessant und es war für mich informativ. Und einfach zu kurz, um Näheres zu erfahren. Oder ja, wollten, okay. möchten Sie über die Qualität des, nein, dessen, was ich aufgenommen habe? Das ist alles, was wir hören wollten. Das ist schon einmal ein spannendes Feedback, dass es zu kurz war. Ja, ja, zu kurz. Danke. Ja. Bitte. Wer ist noch bereit, etwas zu teilen? Noch eine Stimme. Wie war das gerade? Also ich war überhaupt überrascht, dass wir hier gegenübergesetzt werden. Das wusste ich gar nicht. Vielleicht wussten die anderen das, dass das kommen würde. Also dann war ich also auf einmal in einer Konfrontation, in einem Gespräch zu zweit. Interessant. Ich fand es recht gut. Und warum soll man nicht sich mal konzentrieren auf 3 Minuten? Also ich konnte gut zuhören und die andere Person konnte es auch sehr gut zuhören. Und ich habe das Nötige habe ich erfahren. Und das ist, also ich bin überrascht, dass das so gekommen ist. Ich danke dafür. Sehr schön. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ich greife das jetzt gleich auf und gehe ein bisschen weiter. Der Titel von dieser Veranstaltung ist ja Empathy in Action. Und was Deborah und ich überzeugt sind, ist, dass Empathie etwas sehr Aktives ist, nämlich etwas, was wir lernen können und üben können und so richtig unsere Empathy Muscles trainieren können. Wir sind natürlich, manche Menschen sind in dieser Welt mit einer empathischeren Präsenz. Manche denken, dass sie sehr empathisch sind. Das muss dann aber nicht unbedingt wirklich so sein. Empathie hat sehr viel mit Präsenz zu tun und das Zuhören ist so der allererste Schritt. Das Zuhören und das respektvolle Verstehen der Erfahrung von einem anderen Menschen, ohne dass wir es ändern wollen, ohne dass wir es lösen wollen, ohne dass wir unser Gegenüber trösten wollen oder irgendetwas beschwichtigen oder vielleicht in manchen Fällen die eigene Geschichte erzählen. Alles vielleicht mit dem Hintergrund, dass wir eigentlich Verbindung herstellen wollen. Manchmal denken wir, dass wir empathisch sind, wenn wir etwas zustimmen oder etwas sagen, dass es uns auch gleich geht, sowas wie Sympathie haben. Das ist ein bisschen was anderes als Empathie. Und Empathie erfordert, dass wir uns sozusagen verabschieden von unseren Bewertungen, die wir vielleicht darüber haben, was unser Gegenüber sagt. Und das ist gar nicht so einfach, dass wir unser Erleben sozusagen beiseite stellen, die Vergangenheit beiseite stellen und wirklich ganz präsent im Moment sind. Und es ist der Schlüssel der Empathie und der Grundpfeiler sozusagen. Und es ist etwas, was man üben kann. Deborah, magst du etwas hinzufügen, bevor ich in die nächste Übung einlade?
Nein, ich glaube, in dieser Zeit hast du das ja hineingebracht, was ich wollte auch sagen. Und betonen, das ist, möchte nur betonen, dass Empathy hat nichts zu tun, dass wir einverstanden, was der andere Person hat gemacht. Ja, wir können einfach diese Präsenz zu hören, was ist da in dieser Person. Und das ist, was wir weiter üben für den nächsten. Ja. Wir möchten noch eine Einladung aussprechen, noch einmal im Breakout Rooms. Ich bin mir sicher, es klappt jetzt schon viel besser, weil wir haben es jetzt schon einmal geübt. Und es kommen jetzt hoffentlich alle Personen, alle Teilnehmerinnen auf ihre Kosten und haben ein Gegenüber in den nächsten wieder 6 Minuten. Und dieses Mal möchten wir einladen, dass wieder der erste Schritt der Übung ist, wer ist A und wer ist B. Es wird ein neues Gegenüber geben. Und die Einladung ist dieses Mal, 2 Minuten lang zu teilen, was bringt mich gerade auf die Palme? Was nervt mich gerade? Was stört mich gerade? Und nach 2 Minuten versucht das Gegenüber, das bis dahin zugehört hat, die Essenz wiederzugeben. Und man kann sich immer so die Frage stellen, worum geht es meinem Gegenüber? Was ist gerade lebendig in meinem Gegenüber? Und nicht die Geschichte nacherzählen und auch nicht nacherzählen, was wir darüber denken oder wie wir es gemacht hätten oder dass es uns auch so geht, sondern wirklich sagen, das habe ich gehört und ich glaube, das ist dir sehr wichtig. Dann könnt ihr ganz kurz schauen, ist es so? Und wenn es nicht komplett daneben oder komplett daran vorbeigegangen ist, dann ist der Wechsel. Es geht jetzt nicht darum, das perfekt zu machen oder wirklich alles zu hören, sondern einfach einmal ein Beginn dessen. Und nach 3 Minuten ist es ein Wechsel und die Person, die bisher zugehört hat und wiedergegeben hat, erzählt 2 Minuten und 1 Minute ist wieder dafür da, die Essenz wiederzugeben. Gibt es eine Frage zu dieser Übung? Wie ist das Thema? Was bringt mich gerade auf die Palme? Ja, aber es bringt mich im Moment gar nichts auf die Palme. Was beschäftigt mich gerade? Was merke ich gerade, an was denke ich gerade noch? Hat das hier mit der Sendung zu tun oder privat, was mich da aufregt? Es kann zum Beispiel damit zu tun haben, dass plötzlich Breakout Rooms sind, wo niemand welche erwartet hat oder dass sie nicht funktioniert haben oder irgendetwas, was gerade lebendig ist. Es muss mit dieser Sendung zu tun haben. Nein, mit dem Leben. Mit dem Leben, aha, okay. Ja, es kann mit dieser Sendung zu tun haben, weil wir gerade hier sind. Ja. Das heißt, das ist gerade das Jetzt. Aber grundsätzlich eine persönliche Geschichte. Ach so, gut, okay. Und wenn man nichts weiß, dann einfach zuerst zuhören. Ah ja. Mhm. Okay. Und wer kommt jetzt? Gut, die Breakout Rooms sind gestartet, sehe ich gerade. Ich habe eine Einladung und wir sehen uns in 6 Minuten wieder. Willkommen zurück. Okay, Deborah, wir haben noch 10 Minuten. Also, ich möchte, dass wir ein bisschen von dieser kleinen Übung, was bringt auf die Palme, möchte auch von 2-3 Leute, was hat sie entdeckt in dieser, was du hast gehört, was die andere Person, was ist so wichtig für die andere Person gewesen? Ja? Ist jemand bereit, das zu teilen? Okay. Also unsere Session war sehr schön, weil wir uns super verstanden haben. Wir sind 2 sehr empathische Damen, 2 Sprachlehrerinnen und es war einfach nur schön und lustig. Und ja, es war sehr harmonisch einfach. Also ich glaube, wir haben diese Minute Feedback gar nicht gebraucht, weil es sowieso alles gleich klar war. Aber wir haben es gemacht. Danke dir. Also danke. Vielen Dank. Ja. Gibt es noch jemanden, der möchte auch teilen, wie das war? Hören wir. Danke. Ja, woher wir kommen, wir kennen uns ja nicht. Wir haben festgestellt, dass wir beide in München mal gewohnt haben. Und dann haben wir uns ausgetauscht über diese
außergewöhnliche Situation jetzt durch diese Krankheit, was schwierig ist für uns. Und wir waren uns einig, dass man am Computer einiges dazulernt. Das ist einer der Vorteile der Zeit. So, etwas gelernt die, auch. Ja, die sozialen Kontakte, das ist sehr schwierig. Und wir fingen sogar an, über Impfung zu sprechen, was wir ja ständig in den Medien hören, aber dann war die Zeit um. Ja. Sei es ein bisschen kurz auch. Ja. Danke für Maria für das. Ja. Gibt es noch jemand, möchte etwas auch, wie das war? Was war so wichtig in dieser 3 Minuten von der anderen zu zuhören? Ja, ich kann ja nicht immer was sagen. Okay, so bitte Zeit, was wir haben. Ja, so. Was wir haben, wir möchten, Kerstin, wir haben gesagt 10 Minuten, so ich gebe ein paar Minuten zu diesem Thema Bedürfnisse. Ja. Okay, ja. Wir starten, so, beginnst du? Bitte? Du beginnst. Ich beginne und sage ein paar und dann möchte ich, dass du dabei dann etwas auch sagen, ja. Was für uns so wichtig in der Empathie ist, wenn wir zuhören und was ist wirklich wichtig? Was könnte so wichtig für die andere Person, worum die sprechen? Ja? Welche Bedürfnisse, so zum Beispiel, was bringt es uns auf die Palme? Welche Bedürfnisse ist uns so wichtig? Ja? Und das ist, bevor wir gehen in eine Strategie, bevor wir gehen in eine Lösung. Ja? Wie wirklich zu spüren in der Empathie, was ist wirklich so wichtig für diese Person? Und Bedürfnisse sind universell. Und dass alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, ist egal, welche Kultur, welche Religion, welche Farbe, ist egal. Alle Menschen auf diesem Planet haben Bedürfnisse, was sehr ähnlich. Und wir möchten respektieren, dass wir, das bringt uns in Verbindung, wenn wir auf die Bedürfnisse kommen. Und das ist, was wir lernen in der Gewaltfrei, weil ich habe persönlich, das hat mir ewig gebraucht, was ist mir so wichtig? Warum bin ich so aufgewühlt? Warum bin ich so wütend? Oder warum bin ich frustriert? Oder warum bin ich sehr zufrieden? Was ist mir so wichtig? Und das sind die Bedürfnisse, was ich habe. Aha, das, was geht in mir vor. Und das ist viel leichter dann in Verbindung mit den anderen, wenn ich weiß, es auf der Bedürfnisse-Ebene, bevor wir geht in Lösung. Ja. Und das ist, was wir wirklich üben. So, ja, Flora, hast du etwas dazu zu sagen? Ja, zu Deborah nennt mich Flora. Kerstin. Das ist mein Spitzname. Ich möchte dazu etwas sagen, ja, weil für mich so ein großer Knackpunkt, und da kommt es eben auf diese Bedürfnisse hinunter, ist, alles, was wir tun, tun wir, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Aha. Umgeschaltet. Und Gewalt ist zum Beispiel auch ein tragischer Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen. Also hinter jeder Aktion stehen Bedürfnisse. Und das muss sich natürlich nicht immer in einer Strategie zeigen, der wir zustimmen. Und für mich war es ganz, ganz wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass Empathie nichts mit Zustimmung, wie die Deborah davor schon gesagt hat, oder Sympathie zu tun hat. Ich kann mit einem Menschen empathisch sein, ich kann neugierig bleiben und sagen, worum geht es dir eigentlich, auch wenn diese Person etwas gemacht hat, dem ich nicht zustimme. Und ich glaube, darin liegt ganz viel Potenzial für uns jetzt als Menschheit, wo Dinge passieren, denen wir nicht zustimmen. Aber wir haben jetzt die Chance, entweder wir gehen ins Feindbild und bewerten und hassen und lehnen andere ab und retten uns auf eine Insel und sagen, wir sind die Besseren, wir machen das nicht. Oder wir versuchen zuzuhören, wir versuchen Brücken zu schlagen und das ist diese Empathie. Wir versuchen uns zu fragen, hey, wenn du das machst, worum geht's dir? Und da kann man sich natürlich darin üben und wirklich Beispiele hernehmen, die wir ganz stark ablehnen und uns diese Fragen immer und immer wieder stellen, weil wenn wir mit dieser Überzeugung wirklich leben, dass wir alles tun, um uns Bedürfnisse zu erfüllen und Bedürfnisse das sind, was uns eint, dann gibt es immer irgendwo eine Verbindung und es ist nichts Einfaches, es ist auch oft nichts Schönes.
wirklich versuchen, in dieser empathischen Haltung zu bleiben. Und dafür brauchen wir selbst viel Unterstützung und Selbstempathie, um dann in solchen Situationen in einer empathischen Haltung bleiben zu können. Ja, ich möchte von was wir haben das jetzt gerade gesagt, ob es gibt, jemand möchte etwas rückmelden, ob was die haben gehört. Genau, wir haben noch 3 Minuten. Wie das ankommt, was ja in dieser Verbindung, was für uns Empathie ist, ja. Das war das so. Und es wird auch später noch einen Fragenblock und einen Diskussionsblock geben. Vielleicht jetzt nur ganz kurz. Dann frage ich mal, habe ich das jetzt richtig, dass Empathie meint, dass ich meine Bedürfnisse kenne und die des anderen höre, wenn er sie mir mitteilt, verschlüsselt oder unverschlüsselt? Ja, oder sogar noch weiter, auch versuche sie zu hören, wenn er sie mir nicht mitteilt. Und mich frage und im Vertrauen bleibe, dass es hier Bedürfnisse gibt, wenn ich einen Angriff höre oder eine Kritik oder eine ganz scharfe Wortmeldung, die mich erschaudern lässt, dass ich irgendwie versuche, in Verbindung zu bleiben, und das ist alles nicht einfach. Und in der Überzeugung, dass diesem Menschen auch etwas gerade sehr wichtig ist. Das heißt verstehen, ne? Den anderen verstehen in der Situation, ohne dass man unbedingt mitfühlt oder gleich fühlt. Es bedeutet, dass ich auch nicht einverstanden, was die andere Person gemacht, aber ich versuche den Kern vom, vielleicht wenn jemand gibt die Schuld auf jemanden oder die sie kritisieren jemanden, aber zu was oder die möchte jemand fordert. Was ist wirklich die Bedürfnisse? Was steckt da, warum die Leute sagt das? Und das ist, was wir tun, ist ständig übersetzen und die Schönheit in die Bedürfnisse, was jeder versucht, aber da hat vielleicht nicht gelernt, wie ich kann das anders ausdrücken. Und das ist, was wir versuchen zu tun, ist übersetzen, dass die können wirklich in Verbindung mit ihren Bedürfnissen. Das verbindet uns alle als Menschen. Ja. Okay. Wir halten uns an die Zeit, die wir geschenkt bekommen haben. Und die geht jetzt so langsam zu Ende. Ich möchte ganz zum Schluss jetzt einfach noch sagen, dass wenn Menschen weiterlernen möchten, das hier war ein ganz winziger, winziger, winziger Bestandteil. Dann gibt es danach einen Link, wo sich interessierte Menschen eintragen können, einfach um weitere Informationen zu bekommen. Ja, das gibt es dann später, wenn man sich hier weiter vertiefen möchte. Und ich glaube, ich gebe einfach zurück zu Renate. Herzlich Dankeschön, liebe Kerstin, liebe Deborah. Wir hoffen, dass es Ihnen allen etwas Gutes gebracht hat, auch wenn es überraschend war. Wir haben es ja auch nicht ganz genau gewusst, was auf uns zukommen wird. Aber ich bin sehr froh über diesen Input, weil das Große beginnt immer im Kleinen. Und was man im täglichen Leben übt, kann man dann auch bei anderen Situationen gut anwenden. Und ich bin ganz bei euch, dass ich denke, viele Dinge tun wir, weil wir es nicht besser gelernt haben. So, es ist immer ein guter Zeitpunkt, umzulernen. Wie gehe ich um mit Empfindungen? Wenn mir jemand gegenübersteht und ich bin nicht einverstanden, trotzdem bemühe ich mich zuzuhören und versuche zu verstehen. Ganz herzlichen Dank für euren Beitrag. Wir kommen jetzt zu einer nächsten Überraschung, die nicht am Programm gestanden ist für viele von Ihnen. Und zwar, dass wir noch ein bisschen auch nachdenken über das, was wir jetzt gesprochen haben, was wir gehört haben. Wir haben ein Musikvideo. Und zwar haben wir eine liebe Freundin, die Isabella Kraft. Sie spielt ein nicht so häufig gespieltes Instrument.
die Mutter Monika, und sie hat sich auch vor kurzem jetzt gemeldet, sagt sie, Renate, es ist Corona wieder gekommen und als Künstler und Künstlerinnen steht man dann sehr schnell wieder ohne etwas da. Und habt ihr nicht eine Veranstaltung, bei der wir spielen können oder ein Musikstück aufnehmen können? Und das war vor ungefähr 2 Wochen. So, wir kommen jetzt in den Genuss von einem Musikvideo, das war Isabella Kapp mit ihrem Musikerkollegen auf der Gitarre, Karo Iberki aus Ungarn, Isabella kommt aus Wien, aufgenommen hat. Und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Toni Kuck wird uns das einspielen.
Und sie ist. Dankeschön, danke Toni. Danke der Isabella in ihrer Abwesenheit. Frau Graf hat eine besondere Beziehung zu Nordkorea, zu den nordkoreanischen Kindern und Jugendlichen, weil sie einige Monate immer wieder dort als Musiklehrerin gearbeitet hat. Daher die Bilder, über die Sie sich vielleicht gewundert haben. Wir haben mit ihr auch einige Benefizveranstaltungen gemacht, um für Flüchtlingskinder in Österreich und in Nordkorea Geld zu fundraisen für Schulbesuch dieser Kinder. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten und beinahe letzten Abschnitt unserer Konferenz. Ich habe am Anfang vergessen, Ihnen zu sagen oder Sie zu bitten, wenn Sie sich gerne zu Wort melden wollen, können Sie Ihren Namen am besten in den Chat hineinschreiben, weil dann rufen wir Sie auf, weil wir sehen nicht immer alle Personen. Somit dann nach der letzten Rede ist ein bisschen Zeit für Fragen zu beantworten. So schreiben Sie Ihren Namen in den Chat, dann rufen wir Sie auf und Sie können sich dann melden und die Frage selber stellen. Als letzte unserer Sprecherinnen möchte ich jetzt ganz herzlich unsere liebe Freundin Frau Dr. Maria Riehl einladen. Maria Riehl ist nicht in Österreich geboren, sie kommt aus der Slowakei, aus der Ostslowakei. Ich glaube, da sind auch ein paar Zuhörerinnen aus der Slowakei bei uns. Frau Dr. Riehl hat in Österreich dann Medizin studiert und ist 37 Jahre praktische Ärztin gewesen. Und durch diesen Beruf und durch die Person, die sie ist, eine Beraterin in vielen Lebenslagen für viele Menschen geworden und ist es immer noch. Frau Dr. Riehl hat auch die Idee der Frauenföderation, diese Inspiration der Frauenarbeit für den Frieden nach Österreich gebracht und sie ist die erste Präsidentin unserer österreichischen Frauenföderation für 10 Jahre gewesen. Frau Dr. Riehl ist jetzt auch die Direktorin von unserem Wiener UN-Büro, das zwar jetzt ein virtuelles Büro ist, aber die Leitung der Arbeit als NGO an der UNO. Die Frauenföderation ist auch Teil einer internationalen Bewegung, der Women Federation for World Peace, und als solche haben wir den Status an der UNO als NGO, als Beraterstatus. Frau Dr. Riehl hat, das möchte ich wirklich dazu sagen, hat ihre Arbeit als praktische Ärztin ist eine rund um die Uhr Arbeit immer gewesen. Sie hat 5 Kinder und inzwischen auch 9 Enkelkinder. Und sie hat trotzdem immer Zeit gefunden, diese NGO in Österreich aufzubauen, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft ehrenamtlich noch tätig zu sein. Und jetzt möchte ich Frau Dr. Riehl bitten, liebe Maja, zu dem Thema Brücken für den Frieden und für die Versöhnung zu bauen, zu sprechen. Bitte sehr. Ja, danke. Ich bin sehr bewegt. Die Frauenföderation ist in der Tat in Südkorea gegründet worden am 10. April 1992 und ich war dort. Ich habe dort von Österreich, es waren 70 Nationen dort vorhanden und sehr, sehr viele Koreaner. Ihr habt jetzt ein paar schöne Bilder gesehen von nordkoreanischen Familien, also viele also schöne Gesichter. Und ihr kennt auch die Bilder von der Demarkationslinie, die Nord- und Südkorea trennt. Und da bin ich bei dem Punkt Brücken des Friedens bauen zwischen ehemalig oder noch immer verfeindeten Nationen. Wenn wir über Frieden sprechen, dann gibt es eben diese Hindernisse, die in eine Ideologie oder durch eine Art vom Denken, wo man immer irgendwie jemanden als Feind sieht, gegen den man kämpfen muss. Ich selber bin aufgewachsen in einem kommunistischen Land und irgendwo für mich war klar, der Feind sitzt im Westen. Und zugleich, aber der Westen war sehr schön. Wir haben mal ab und zu ein paar Zeitungen, Burda oder so Modezeitungen, und ich habe gedacht, komisch, die
es ist wunderschön und wir haben kopiert, wir haben selber genäht, weil wir haben diese schönen Sachen nicht einkaufen können, sondern wir haben selber mit meinen Freundinnen, haben wir uns zusammengesetzt, mit meiner Großmutter, bitte hilf mir, ich möchte dieses Kleid, könntest du mir helfen? Naja, lass uns schauen. Also die Großeltern haben geholfen, die Eltern haben beide meistens gearbeitet, aus so einem ein System, das Frieden für alle Zeiten in der Einheit, Proletarier, alle Länder, vereinigt euch. Kurzum, auch Europa hat dieses Leben erlebt und wir jetzt als diese Brücke zu bauen, das beginnt in meinem Herzen. Ich, von wo, wer bin ich? Ich bin ein geschaffenes Wesen. Da beginnt die Kontemplation oder das Nachdenken über meinen Ursprung. Und wenn man erwachsen wird, dann irgendwie, man geht und man fragt. Und wir alle haben in uns selber diese Sehnsucht, nach den Eltern, also das ist nach der Familie. Wir kommen aus der Familie, wir sind nicht ein Blatt, der irgendwo im Herbst von einem Baum runterfällt und dann vom Wind hin und her geweht wird. Wir haben jemanden, der Ursprung ist von unserem Sein. Und da bin ich bei diesen Brücken des Friedens, wo wir gesehen haben, ich habe an so einer Brücke des Friedens teilgenommen in Amerika 1995. Das ist schon sehr lange zurück, 25 Jahre zurück. Und da habe ich gesehen, wie Frauen von Amerika sich mit Frauen aus Japan getroffen haben, um die Folgen vom Zweiten Weltkrieg 1995, das ist schon vergangenes Jahrhundert, vergangenes Jahrtausend. Und dieses vergangene Jahrhundert war gekennzeichnet von Kriegen. Und nicht nur das, sondern unsere ganze Geschichte ist gekennzeichnet von Kriegen, von Konflikten, wo wir immer, entweder wurden wir angegriffen oder wir haben jemanden angegriffen, weil wir unzufrieden. Da bin ich bei dieser kurzen Übung, dass die Deborah und Kerstin mit uns gemacht haben. Welche Bedürfnisse habe ich? Grundsätzlich möchte ich jemanden umarmen, möchte ich mit jemandem Austausch haben. Also das ist jetzt nur ganz schnell. Das ist, muss ich in der Luft Raum schaffen für diese Gedanken. Und diese Ebene geht hinter Friedensbeschlüsse. Jeder Krieg hat mit einem Friedensvertrag oder Waffenstillstand hat irgendwo beendet und viele Kriege wurden vergessen. Trotzdem, aus dem heiteren Nichts sind sie wiedergekommen. Das Tragischste, was ich erlebt habe, war dieser Ausbruch, dieser Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in mein eigenes Heimatland und das Zweite, nach dem Zerfall von Jugoslawien, also in Europa, wie die Völker, die wir alle bewundert haben, wie es ihnen gut geht, die waren in einer speziellen Situation, wie sie plötzlich gegeneinander zu kämpfen beginnen und wie viel Leid und wie viel Konflikt plötzlich da war, als ob aus dem Nichts. Und das ist dieser innere Weg, den wir als Frauenföderation gehen in der Brücke des Friedens. Es ist eine Zeremonie, wo wir wirklich eine Brücke bauen, aufstellen oder
ein Podium stellen, etwas, eine Anhöhe, und wo Frauen aus ehemalig verfeindeten Nationen, wir haben angefangen, erlebt habe ich das zwischen Amerika und Japan. Und da sind wirklich Tränen geflossen, wenn die Frauen dann ihren Schicksal oder ihr Leben einander so zu zweier Gruppe mitgeteilt haben, da hat sich schon sehr viel abgespielt. Und als ich zurückkam nach Österreich, haben mich meine Freundinnen von unserer Bewegung aus Tschechien angerufen, ja, was hast du da erlebt und wie machen die das? Und ja, lasset uns schauen. Und da habe ich gedacht, okay, lasset uns schauen. Was hat Österreich, Tschechien angetan, sozusagen? Und was fühlt ihr? Lasset uns, gebt uns Zeit, dass wir darüber nachdenken. Und so am 22. April 1995 sind diese Frauen aus Prag nach Wien gekommen, mit Verspätung, mit Bus. So, wir haben viel Zeit gehabt. Wir haben uns ein Hotel ausgesucht, Hotel Biedermeier im 3. Wiener Bezirk, und haben wir einen schönen Raum uns gemietet. Wir haben eine symbolische Brücke, also ein kleines Podium aufgestellt. Ich habe jetzt eben keine Bilder, es tut mir leid. Es ist nur in meinen Erinnerungen. Und wir haben in den 2 Stunden, wo sie später gekommen sind, die ganze Zeit noch überlegt, wie können wir den Raum noch schöner machen. Und damals, 1995, waren bei uns 10 Frauen aus Japan, die auch gekommen sind, um ihre Kultur uns vorzustellen. Und die haben plötzlich aus den Servietten, die auf dem Tisch lagen, wo wir dann später eben Mittagessen essen sollten oder dürften, dann, die haben dann so schöne Blumen gebastelt. Ihr kennt diese Origami, diese Art aus einem Faltkunst. Und in dieser Atmosphäre sind dann die Frauen aus Tschechien angekommen. Sie wollten sich entschuldigen, wir sind spät, Entschuldigung. Und wir waren aber gar nicht so auf das Entschuldigen, weil wir haben die Zeit genutzt, um sie zu willkommen. So. Dann natürlich haben wir gedacht, dann wurden natürlich Ansprachen vorbereitet. Eben, wir haben gesagt, ja, wir sind Forschergruppe. Eine von unseren Aspekten des Geistes ist die Sehnsucht, etwas zu lernen. Unser Verstand, wir wollen lernen. So, wir haben uns die Frage gestellt, was haben wir euch angestellt? Welche Schmerzen fühlt ihr, wenn ihr an Österreich denkt? In Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. Also wir haben uns auf den Zweiten Weltkrieg konzentriert. Und da ist eigentlich von tschechischen Seite ganz überraschend gekommen, oh, ihr habt uns im Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht so viel Schmerzen zugefügt. Viel, viel früher, als Österreich noch Königreich war, die Habsburger, der österreichische Kaiser, hat den ungarischen König als ihm gleichen anerkannt. Wir haben auch einen König gehabt. Der tschechische König wurde nicht akzeptiert als Gleiche. Es war völlig überraschend für uns, wie tief. Für mich selber habe ich gedacht, wow, in Europa sitzen die das Bedürfnis angenommen, umarmt, verstanden zu werden, viel, viel tiefer als Zweiter Weltkrieg. Das war meine große Überraschung, also unsere alle, die dazugehört haben, glaube ich,
Ich habe da nicht nachher recherchiert. Ich spreche jetzt für mich. Ich bitte um Verzeihung, dass ich, also die, die dabei waren. Ja, es ist, mir wurde erlaubt, heute zu sprechen. Danke dafür. Kurzum, es war eine große Erkenntnis. Und ich habe viel verstanden, auch von, warum eigentlich in der Monarchie Tschechien immer aufmüpfig war. Wir sind nachher im Herbst nach Prag gegangen und haben uns Prag angeschaut. Hradschin, also eine Nation, die eben auch eine ganz lange, wunderbare Geschichte hat. Wir haben dann diese Fenstersturzturm besucht, wo dann die österreichischen Gesandten einfach rausgeschmissen worden sind. Eben nicht, weil sie böse waren, sondern weil viele Dinge schon nicht bedacht oder berücksichtigt worden sind. Es ist ihnen noch nicht damals gekommen, dass man dass etwas, wo man gute Fragen stellen kann. Wo tut es dir weh? Wo tut es dir weh? Das war immer meine erste Frage, wenn jemand zu mir gekommen ist. Was führt sie zu mir? Als Arzt, was führt sie zu mir? Wo tut es ihnen weh? Dort war der Anfang. Ja? Eine Geschichte, die sich dann eben entwickelt hat. Wenn sie nicht mehr gekommen sind, dann war das gut. Sie wurden gesund. Wenn sie wiedergekommen sind, dann habe ich gewusst, wir müssen weiter forschen. Also das ist jetzt, ich verbinde ein bisschen das Persönliche mit dem Weltfrieden, der dann kommt, wenn wir Fähigkeiten in uns entwickeln, die Welt zu umarmen. Und wir sind der Meinung, dass wir als Frauen da eine spezielle Übung bekommen durch unser Wesen als Frau, wo wir die Dinge so sehen, wie wir sie sehen. Wir sind, wie wir eben sind. Und das verbindet uns. Egal welche Haarfarbe oder welche Hautfarbe oder welches Kostüm ich anhabe. Jede Frau, wenn sie ein Kind weinen hört, dann schaut sie hin und fragt, was fehlt dir, mein Schatz? Man ist da nicht. Was fehlt dir? Und man hört zu. Man ist sozusagen ganz Ohr. Also diese Art von Brücken des Friedens haben wir angefangen in Zentraleuropa, ausgegangen aus Wien. Unsere ersten Gäste waren unsere Schwestern oder Frauen aus Prag. Und wir haben uns dem geöffnet, dem Prozess der Heilung oder des Brückenbauens über einen Friedensvertrag hinaus. Meine Schwester aus dieser Zeit, mit der bin ich immer noch in Kontakt, sie heißt auch Maria, und wir schreiben uns, wir telefonieren. Der weitere Prozess bei dieser Schwesternschaft ist eben jedem überlassen. Es muss nicht eine ganz tiefe persönliche Beziehung entstehen. Es entsteht ein Bewusstsein. Ich habe einen Kontakt mit diesem anderen Land gehabt und ich habe das Herz, ich habe versucht, in die Tiefe dieser Nation die Türe aufgemacht zu bekommen durch jemanden, der dort aufgewachsen ist. Und ich habe zugehört und ich habe teilgenommen. Und durch diese Teilnahme hat sich mein Leben bereichert. Liebe Maja, die Zeit. Die Zeit ist eben knapp. Ich habe mir eben gedacht, das wird eben knapp. Aber so werde ich noch zwei andere, also ähnliche Zeremonien. Wir haben sehr viele solche Zeremonien gemacht. Ich hoffe, ich habe einen Teil davon jetzt euch übermitteln können. Das ist ein Pfeil, an dem die Frauenföderation weltweit arbeitet.
Das nächste ist eben Studium oder als Lernen, die andere Kultur zu verstehen und sie und erkennen, welche Nöte, welchen Schicksal oder welchen Weg sie gehabt hat und uns gemeinsam auf die Ebene des Verstehens zu bringen, dass wir das Gefühl, dass wir Bewusstsein bekommen, der andere Mensch ist nicht mein Feind. Er ist mein Bruder, meine Schwester. Er ist meine Mutter vielleicht, also vom Alter her. Mein Wesen öffnet sich der Situation des anderen. So. Sehr bewegende Sachen waren auch zwischen Korea und Japan, was wir eben in, also ich habe das zum Beispiel nicht gewusst in Europa, welche Beziehungen dort gewesen sind, was dort geheilt werden darf oder soll, um einen friedlichen, um eine liebevolle, annehmende, wohlwollende, da bin ich jetzt bei der Helga Kirschbaum, das Wohlwollen. Liebe Maya, ich danke euch. Also das ist ein Pfeiler, an dem wir arbeiten. Es gibt noch drei andere. Darf ich das noch sagen? Oder eben studieren, habe ich schon gesagt, lernen. Dann dienen. Es ist kein modernes Wort, das Dienen, aber ich werde vielleicht sagen, Wohltätigkeitsorganisation, wo man zum Beispiel für jemanden etwas gibt. Und in dem Sinne danke ich euch für Zuhören. Ganz herzlichen Dank, liebe Maya. Großer Applaus an dich. Und hört ihr mich? Ja, aber wir sehen dich nicht. Ich möchte wirklich ganz von Herzen danken, weil ich glaube, dass durch jede Sprecherin am heutigen Abend sehr verschiedene Aspekte, die alle zum gleichen Ziel führen, angesprochen worden sind. Von der einfachen Begegnung unter einzelnen Menschen bis zu dem hin, dass wir auch die Wunden als Nationen, als Religionen, als Kulturen, ethnische Gruppen, wenn wir an verschiedene Konflikte denken, wo sich das überall abspielt, dass wir auch da einen Weg oder Ideen, Anregungen bekommen haben. Und ja, ich wünsche eine gemeinsame, im Geiste verbundene, schöne Vorweihnachtszeit. Und wir freuen uns, wenn wir euch im neuen Jahr wieder kontaktieren dürfen. Unser Arbeitskreis geht weiter. Wenn jemand gerne mitmachen möchte oder einen Input geben möchte oder auch einen Vortrag anbieten kann, dann bitte lasst uns das wissen über die Kontaktperson, die euch am vertrautesten ist. Meine E-Mail-Adresse habt ihr zur Not alle, weil da ist der Link geschickt worden.